face the world on wheels. Cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris. Take a swim in salty water, drinking stars and holy sun. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, aus unserem letzten Tag auf Madeira. Wir haben heute noch einiges vor. Wir gehen jetzt ins Shopping Center, um die letzten Souvenire und Mitbringsel, Fokus, zu holen. Dann müssen wir einen Antigen-Test machen für den Flug morgen. Und dann wollen wir noch zu Isabeau. Wir durften ja ihr Auto benutzen die letzten Tage. Das müssen wir noch zurückbringen. Und natürlich auch uns verabschieden, was bestimmt ganz, ganz schwierig wird. Wir hatten so schöne Tage und die gingen so schnell rum. Aber ja, jetzt erstmal Shopping Center. Ich zeige euch mal noch ein bisschen Madeira. Unser Weg zum Shopping Center ist nur ein paar Minuten und immer am Ozean entlang. Oh, diese Aussicht werde ich so vermissen. Wir müssen mal noch ein bisschen recherchieren wegen Airbnbs und anderen Hotels. Wir waren ja nicht ganz zufrieden mit unserem Hotel, aber es scheint doch eines der besten zu sein hier auf Madeira. 5 Sterne Deutschland ist halt nicht 5 Sterne Ausland. Ja, mein Schatz. Du vermisst auch deine Mama. Ich vermisse auch meine Mama. Morgen sehe ich sie wieder und mein Papa. Na? Hier ist auch so eine riesige Baustelle. Da werden Savoy Residences gebaut. Also so richtig luxuriöse Wohnungen. Da vorne, ich zeig's euch gleich mal, sieht man ein Plakat, wie das aussehen soll. Und die müssen halt hier auf Madeira immer ganz viel Stein abtragen, weil die meisten Grundstücke halt untermauert sind von Bergen. Da ist noch ein großes Hotel, das heißt Bahia Azul. Es hat aber nur 4 Sterne. Und das hat ja 5. Ja, vielleicht haben wir einfach ein bisschen zu viel erwartet. Vielleicht ist das auf Madeira 5 Sterne einfach das Höchste. Die Ausstattung, ne, haben wir so ein bisschen bemängelt. Ansonsten war es ja wirklich schön. Schau mal, da vorne ist direkt ein Schwimmbad am Ozean. Schau mal, da sieht man jetzt das Plakat, wie luxuriös diese Wohnungen werden sollen. Sieht man das? Mit ganz viel Glas und jeder hat eine Terrasse, mehrstöckige Wohnungen. Sieht toll aus. Mal schauen, wie lange das dauert. Bestimmt ein paar Jahre. So, wir sind zurück vom Shopping Center. 2 Weihnachtspullis für Isabeau und Alex. Für Liantin, wir haben Outfits gebraucht für die Rückreise, weil echt alles dreckig ist. Für Liantin haben wir einen Jogginganzug von Bambi mitgenommen. Hier mit Bambi, genau, mit Hose und Pulli. Für Benzin haben wir Bodies und eine braune Hose mitgenommen, weil wir wirklich nichts Sauberes mehr haben. Und dann habe ich noch von diesen tollen Pralinen mitgenommen als Mitbringsel. 2-mal. Stopp! So, stopp. Ihr Lieben, wir gehen jetzt testen. So, ihr Lieben, gestartet vom Hotel. 7 Minuten bis zum Krankenhaus. Dort macht man das wirklich im örtlichen Krankenhaus. Da soll so eine Teststation vor dem Krankenhaus sein, hat uns Isabeau und Alex gesagt. Und ja, ist ein ganz normaler Schnelltest. Antigentest reicht für die Einreise nach Deutschland. Darfst du gleich, mein Schatz. Achtung, Fußgänger. Genau, und da lassen wir uns jetzt testen. 48 Stunden ist der gültig. Morgen früh fliegen wir ja schon um 8 Uhr. Und dann geht's zurück nach Deutschland. Ach so, und das Auto bringen wir dann zu Isabeau. Wir durften das uns ja ausleihen.
für die Tage hier auf Madeira. Generell haben die sich so toll um uns gekümmert. Ja, wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. So, jetzt hatten wir ein bisschen Pech mit der Uhrzeit. Um 4 hat eine Teststation zugemacht und die andere aufgemacht. Deswegen haben wir jetzt fast eine Dreiviertelstunde gewartet. Aber der Test ging super schnell. Nicht so angenehm, hat sich so angefühlt wie mit einer Bürste. Oh, Ben hat keinen Bock, Auto zu fahren. Benchen, wir sind gleich da. So, jetzt haben wir uns von Isabeau, Alex und den Kindern verabschiedet, aber schon wieder verabredet für ganz bald. Wir kommen zurück, auf jeden Fall. Schaut euch diese Blumen an. Das ist wirklich, ne, das heißt ja auch Madeira, die Blumeninsel. Ganz viele schöne Blumen. So schön hier, boah, gerade für so Abendspaziergänge. Wunderschön, toller Himmel. Immer noch warm und wir genießen die letzten warmen Stunden. Jetzt laufen wir an so einer Straße entlang, wo eine Bar bzw. Restaurant ans andere kreuzt. Aber heute ist gar nichts los. Was ist denn heute? Heute ist Sonntag. Warum ist denn heute nichts los? Komisch. Bei uns im Hotel ist nämlich jetzt gerade immer mehr los, kommen immer mehr irgendwie. Aber ja, wir werden jetzt auch nicht essen gehen, weil wir haben ja unser schönes Buffet heute das letzte Mal. Wir gehen jetzt ins Hotel essen. Und hier geht es jetzt am Ozean entlang zu unserem Hotel. Das ist jetzt schon unsere alte, bekannte Straße. Fühlt sich schon an wie zu Hause. Ne, Lianchen? Da vorne für dich nicht? Okay, für Liane noch nicht. Ich meine halt, dass wir die Straße gut kennen, weißt du? Dass man da immer vorbeiläuft. Da haben wir deine Seifenblasen gekauft. Schaut mal, wie schön der Ozean. Oh, schau mal, da unten kann man entlanglaufen. Das haben wir noch nie gemacht. Nein. Ja, das machen wir jetzt. Wow, schau mal. Und da ist auch noch ein sehr schönes Hotel. Sieht gut aus, ne? Direkt am Ozean, der Pool. Schau mal, und da ist schon unser Felsen. Ja, setz aber das da. Schau mal, da ist unser Felsen, den, wo wir immer aus dem Hotelzimmer sehen. Oh, und da ist auch noch ein Pool da unten. Schau mal. Huch, und ein riesiges Sprungbrett. Schau mal, Sprungturm in den Ozean oder was? Oh, krass. Kann man da reinspringen? Schau mal, das ist ein Sprungturm. Wow. Ich glaube, da kann man in den Ozean springen, wer sich traut. Treppen und dann wieder hochlaufen, ne? Nachdem man in den Ozean gesprungen ist. Boah, sieht gut aus, das Schwimmbad. Zurück im Hotel. Haben wir euch diese Seite schon mal gezeigt? Ich glaube nicht. Hier stehen wunderschöne Palmen. Und genau, Palmen. Agi, das heißt Wasser, gibt es hier auch ganz viel. Hier ist nämlich der Außenbereich vom Schwimmbad. Wasser, kann er auch schon sagen, ne? Hier haben wir einen schönen Pool. Da oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfter Stock ist unser Balkon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also der zweite weiße. Da oben ist die Rezeption und die Terrasse, wo wir immer frühstücken. Da, Schatz, auf der Seite ist der Balkon, unserer. Unser kleiner Minispielplatz, auf dem wir immer spielen und nebenher essen. Nee, jetzt nicht, Ben. Jetzt müssen wir erst wickeln. So, ihr Lieben, wir sind startklar. Wir haben gepackt. Es ist jetzt kurz vor 9:30. Die Kinderchen sind noch wach. Aber ja, jetzt gehen wir schlafen. Weil morgen früh geht's ab nach Hause. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr müsst mich wahrscheinlich den ganzen Vlog über so ertragen. Wir sind sehr früh aufgestanden. Hat aber bis jetzt alles total gut geklappt. Die Kinder waren mega wieder beim Aufstehen. Jetzt haben wir schon eingecheckt, das Gepäck aufgegeben. Wir waren schon im Duty Free. Ich zeige euch gleich, was wir gekauft haben.
Jetzt essen wir kurz ein bisschen Frühstück. Ich habe hier so einen typischen Pastel di Nata, so ein kleiner Blätterteigkuchen. Die Kinder essen Gummibärchen zum Frühstück. Die wollten nichts, aber die Gummibärchen aus dem Duty Free und Papi hat ein Sandwich. Mein Frühstück. Zeig mal dein Frühstück, Ben. Lianas Frühstück. Weißes Gummibärchen. Papas Frühstück. Ein Toast. Dann hat André ein Portwein mitgenommen. Und Kinderschokolade für meinen Neffen. Kinderschokolade für uns. Eine große Tüte Haribo, was wir ja normalerweise nicht essen. Und für meine Schwester Lind. Und jetzt kriegen wir hier sogar noch den Sonnenaufgang mit. Schau mal, wie wunderschön. Wir gehen jetzt gleich zum Gate. Natürlich sind wir auch am nächsten Store nicht vorbeigegangen, ohne etwas zu kaufen. Die Kinder haben Flugzeuge. Die Mama schmeißt. Pass auf. André hat sich so ein Kissen gekauft. Das ist aber echt mega. Das sind wie unsere Tempur-Matratzen. Wenn man so, na so, wie nennt man das? Wenn die Form wieder zurückkommt. Wir hatten einen super Flug von Madeira nach Porto und jetzt gibt es erstmal an einem lauten Flughafen Essen. André hat ein Baguette mit Käse und Schinken, Liana mit Butter, Ben hat einfach ein Brötchen ohne irgendwas. Zeig mal, Ben. Da haben wir noch nicht bestellt. Vielleicht noch, wenn du noch Hunger hast, kriegt Liana noch ein Schokocroissant. Und dann haben wir so portugiesische Törtchen. Oh Gott, die sind so lecker. Ich muss unbedingt welche mit nach Hause nehmen. Für meine Eltern zum Probieren. Das kenne ich noch gar nicht, das Weiße. Das müssen wir jetzt gleich mal probieren. Ja, wir haben genug Zeit. 2 Stunden. Jetzt machen wir Pause. So, ihr Lieben, 2. Flug. Jetzt haben wir ein bisschen was zu essen bestellt. Fokus kriegt es wieder nicht hin. André hat so eine kleine Delight-Box mit Bowl, Sandwich und Milchreis und 2 Bier. Der Flug ist lang, 2 Stunden 45. Kann man mal 2 Bier bestellen? Nein, kann man mehr. Und hier ist ein Brie-Sandwich drin für mich. 'Zurück zu Hause, ihr Lieben. Es fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein, auch wenn es in Deutschland ein bisschen sich verändert hat in den letzten 10 Tagen. Ich bin jetzt gerade hier im Büro. André hat den Vlog für euch geschnitten. Ich verabschiede mich und freue mich auf die nächsten Vlogs, denn jetzt kommt die Weihnachtsstimmung. Wir backen jetzt gleich Plätzchen. Ich werde jetzt gleich Adventskalender-Einkäufe machen. Und dann nehmen wir euch natürlich auch wieder zu Hause mit. Danke, dass ihr dabei wart auf der Reise nach Madeira. Und ich freue mich auf den nächsten Vlog mit euch. Bis ganz bald. Ciao.